Garten. Ansonsten gibt es verschiedene Sitzmöbel, auch zu den Abschnitten, um sich irgendwo setzen lassen und zu lesen. Zu zeitlichen Strukturen, das ist ganz typisch. Aber es fängt gleich an, Sie merken, wie viel Gedanken das auch möglich macht. Ja, die Stichwechsel. Insgesamt können Sie die ganzen kleinen Vorträge, Konzerte, die stattfinden werden. Meine Kollegen, Kollege Matthias Engel, Ihre Aufführung. Sie entscheiden selbst, was Sie sehen, hören oder lesen möchten. Wir werden Ihnen dabei helfen. Wir werden Ihnen Dinge zeigen, die nicht zu sehen sind. Wir werden Sie zum Zeugen oder zur Zeugin längst verstummter Gespräche werden lassen. Sie können sich niederlassen, Sie können Gegenstände empfangen, Sie können das weiterführen, das Leben. Sie können entscheiden, zu bleiben. Wir werden uns ein gemeinsames Gedächtnis konstruieren. Wir werden uns dazu einrichten, zu bleiben. Zu bestimmten Anlässen, also tatsächlich eher so eine, auch in der Kritik eine Legitimation. Wie kommt es, oder was wäre, habt ihr eine Idee, wie, also zum einen, wie werdet ihr damit umgehen, aber zum anderen habt ihr eine Idee, wie so eigentlich ausgerechnet im Bereich des Theaters und des Tanzes sozusagen so eine Form von Kritik, die in anderen Kunstbereichen fast das Wichtigste war, was passiert, oder so prominent war, so wenig prominent ist. Frage 1097. Ist der Umweg in der Stadt oder in uns? Art dodges the obstacles. Politics construct project. Art is a detour from nothing. Politics tends to direct things. The place where a detour from nothing and a political project can meet is definitely the space of the cultural institution. Titel Eröffnungsrede. Name of contributor Robert Diest, Director, Stuttgart 2013. Frage 1031. Was macht uns aus? Wie kann es sein, dass man in ganz wenig Sekunden ganz viele Erinnerungen haben kann? Also Erinnerungen, die, würde man sie sprechen, geschweige denn erleben, Jahre bräuchten. Aber in einem Bruchteil können wir es erinnern. Ja, da sehen Sie, wie weit diese Dimensionen Denken, Sprechen auseinandergehen. Dass da ein ganz anderes Maß an Komplexität im Spiel ist. Und wenn wir das in Sprache übersetzen, ist doch völlig klar, dass das nicht ohne Verluste abgeht. Also, dass unsere Rede immer in hohem Maße verlustreich ist. Das heißt, dass wir uns selber eigentlich doch nur höchst bruchstückhaft sprachlich unser Selbst vergewissern können. Titel Interview mit Willi Gast, Professor für Psychoanalyse, Berlin, 2001. Die jetzt im Moment heimlich in irgendeiner Ecke geführt werden könnten. Über alltägliche Wege. Von einer Kiste, die durchs All fliegt. Mit einem von 17.000 Zetteln. Und mit einem alten Mann. Mit einem Mann Ende 20 oder Anfang 30, dunkler Bart und hoher Haaransatz. Und wenn wir uns immer weiter bewegen durch dieses Universum von Räumen, Büchern, Menschen und Dingen, gewahrt wurden, dann könnte es sein, dass man auf den Punkt kommt, wo man denkt, es ist ganz egal, ob es diese Räume gibt, es gibt, weil wenn nicht, dann gibt es immer noch die Vorstellung oder die Erzählung. Das heißt also, dass möglicherweise auch die Zeit
dehnbar. Dass also vielleicht aus 8 Minuten 31 90 Minuten werden können. So wie hier, in diesem Raum. Wir haben dieses kleine Kästchen für Sie vorbereitet. Wenn Sie mögen, können Sie sich an einen der Tische setzen und sich das Ganze nur anschauen. Ich werde Sie für die Zeit alleine lassen. Any place you might have entered or you wished to enter, but due to some obstacle you could actually not, print it on small sheets of scrap papers labeled according to 170 questions and highlights. Imagine anything you thought of or saw during the time of your visit becoming part of this imaginary collection. Observe how the collection grows from second to second. Gastgeberinnen und Gastgeber zu gewöhnen, erlischt das Licht. Sie, alles was sie umgibt, wird in der darauffolgenden Dunkelheit verschwinden. Er, die Protagonistinnen und Protagonisten werden ihre Koffer packen. Irgendjemand wird gesagt haben, wir sind nicht am Ende der Geschichte. Wir sollten nicht aufgeben, sie zu schreiben, sondern überhaupt erst einmal mit dem Schreiben beginnen. Sie werden die Eingangshalle betreten und alles wird erleuchtet sein. Er, eine Folge unerwarteter Geräusche, Lichtwechsel und ein neuer Anfang.